Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. Musste ich noch irgendwie was ablegen? Nee, musste ich nicht. Der nächste Tag ist angebrochen. Hier mal ein bisschen verkohltes Fleisch. Ja, komm, können wir den Gürtel packen. Ja, wir sind auch schon wieder ziemlich durstig. Wir müssten unbedingt mal diesen Wasserfilter bekommen. Gerade großartig Kohle habe ich noch nicht. Die werden doch mit Stofffetzen repariert, ne? Ich bring mir 10. Kann ja trotzdem mal gucken, ob wir irgendwie was beim Trader verkaufen können. Ja, repariert. Immerhin 28. Sonst habe ich auch nichts Gutes mehr, ne? Ja, und auf hat der Trader auch noch nicht. Warte mal, wir gehen da raus. So, Holz ist schon wieder ziemlich mau. Dann würde ich sagen, wir hacken erstmal ein bisschen Holz, bis der Trader aufmacht. Und dann vielleicht nochmal den Tipp von Eichbert in Angriff nehmen. Mal durch die Stadt gehen, um Zeitschriften zu holen. Oh, Steine so unterwegs, ruhig mitnehmen. Ich meine, einen Tümpel hätten wir ja hier direkt vor unserer Hütte. Also, der ist da hinter der Tür. Den muss ich doch noch mitnehmen. Ich sehe was zu saufen drin. Naja, immerhin was zu futtern. Ja, die sind wie gemacht für meine Augen. Tja, wenn ich dieses verkohlte Fleisch esse, dann habe ich noch mehr Durst. Aber da ist halt auch die Ausdauer weg. Ach komm, einmal verkohltes Fleisch. Da haben wir eine Goldrute oben drauf. Da ist der Trader auch schon offen. Das sind ja auch Brocken geworden. Komm hier, nehmen wir noch mit. Hält doch ein bisschen Rute rum hier. Eine Rudi, noch eine Rudi, noch eine. Da drüben ist auch noch eine. Er hat ja auch eine Tür, ne? Oder? Ja. Noch eine Rudi hier. Nichts vergessen, ne? Aha. Ja, haben wir den Müll nicht durchsucht? Da können wir hier nur was kaufen. Hey, Digga. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Stimmt, der ist immer so unfreundlich. Den will ich unheimlich gern eigentlich eher schießen. Nix Wasserfilter hier. Ist der bei Wissenschaft vielleicht? Nö. Da sind Mods. Boah, Helmlichtmod wäre natürlich zu nice. Gucken wir mal bei Futter. Nee, leider auch nicht. Tja, und da ist auch nichts. Also wenn ich mal einen Honig brauchen sollte, 240 kostet er bei dem hier.
Just get the fuck out of here. Ja, halt doch deine Fresse, ey. Ja, warte mal, solange ich hier noch drin bin, mal kurz was gucken. Wir hätten auch einen Punkt. Wie das aussieht, nur durch die Bücher, ne? Nahrung. Es hält das Ding aber auch definitiv nicht mit dabei, ne? Da auch nicht. Denn an den Wasserfilter? Ja, den Tausammler darf ich bauen. Das nützt mir aber halt nichts. Da brauche ich erst die Werkbank dafür. Weil medizinisch kann es auch nicht dabei sein, ne? Nö. Tja, er mal keine Ahnung. Anderen Trader zurücklaufen will ich eigentlich auch nicht. Das wäre so im Moment. Wasser finden. Das ist eine gute. Ein paar Plätzchen haben wir noch frei. Die kann man nicht looten. Da waren wir fertig, aber naja, wenn wir ja in unserem Haus vorbeigehen, können wir erstmal kurz ablegen. Ja, ich kann mir definitiv hier diese Route reinziehen. Das Fleisch auch schon wieder. An der Bushaltestelle, da könnte es auch wieder Zeitschriften geben, oder? Ja, einmal kurz ablegen. Samen. Tisch packen wir da noch rein. Das war's. Tisch und Tisch. Route, Dose. Haben wir jetzt auch schon zwei von. Der Rest ist für den Trailer. Ja. Der wieder on the loot. Ach ja, unser Punkt. Ganz ehrlich, ich brauche die Werkbank, ne? Da durften wir ja noch nicht. Das war, Alter, ich erstmal bis 4. Das sind jetzt noch 3 Punkte. Dann noch ein dahin. Und die nächsten 4 Punkte dann alle auf Ingenieur. Hatten wir auch noch nicht. Mal wieder ein bisschen Eisen. Da ist eine Shamway-Kiste drin. Da könnte auch wieder was zu trinken drin sein, aber hier ist bestimmt auch ein Zombie drin, ne? Wusste ich's doch. Aber anscheinend nur der eine normale. Da ist er zum Glück umgefallen. Nochmal. Das war's für dich. Hell, Schwarzpulver! Ja, ein Gammel-Savage. Und da ist die gute alte Shamway. Da ist auch wieder ein Buch drin. Cooking Weekly.
denke ich mal, brauche ich jetzt nicht mehr vorlesen, ne? Ja, ich schon ein paar Mal gemacht. Lass mich raus hier. Ein Klebstoff und ein paar Pilzsporn. Wie gesagt, das finde ich optisch ziemlich geil. Das war eine geile Neuerung. So, gibt's hier irgendwie Zeitschriften? Johnson's Warehouse. Nein, das ist eine Hundehütte. Nö, ey. Das ist aber schade, ey, dass da eine Hundehütte ist. Ey, ein Hoppelhase. Ach, brauchst keine Angst haben. Ey, ich töte keine Hasen. Ich soll eigentlich mal gucken, ob sie hier unten was... Ey, siehste? Ich wollte nicht sagen, ob sie hier unten was versteckt haben. Was soll das? Ja, mal gleich einen One-E gekriegt. Hast du hier noch was beschützt? Schade eigentlich. Wir haben doch gar keine Kopfbedeckung, ne? Ach doch, einen Hut hatten wir. Aber zur Sicherheit nehme ich doch lieber erstmal den Footballhelm. So, der wäre natürlich ein Toolshop, das ist natürlich auch geil. Also ein Krankenwagen, der ist leer. Ne, ist ein Serviceauto. Oh, und gleich wieder. Oh, einen Amboss gefunden, das ist ja nice. So, und das ist, glaube ich, ein Buch, was wir noch nicht hatten, oder? Handyland, vom Heimwerker bis zum professionellen Handwerker. Wir sind für alle da. Verbessert die Fertigkeit zum Fertigen von Reparaturwerkzeugen. Haben wir jetzt zwar noch nicht, aber... Das ist sofort Medusa geworden. Habe ich doch auch noch irgendwo einen Schritt gehört, oder? Oh, jetzt ist mir kalt. Oh, alles dauer weg. Oh gut, er ist auf Aggro. Der macht aber Loot mit. Oh, Vitamine drin, schon mal 762, ein bisschen Hundefutter. Oh, und jede Menge Dollars. Geil. Also das ist schon mal schön. Dafür könnten wir uns dann auf jeden Fall schon was leisten. Ich habe jetzt nur noch zwei Pflanzenfasern. Kann ich mir noch ein paar Klamotten machen? Ja, Pflanzenfaser, Hemd. Haben wir nämlich noch nicht an. Ach. Ach, jetzt sind wir natürlich auch schon wieder fast voll. Die Hose hatten wir uns ja gemacht. Schuhe brauchen wir nicht. Handschuhe machen wir uns am besten nochmal schnell. Ziehen wir auch an. Hey! Das hat schon mal auf jeden Fall gereicht, dass uns nicht mehr kalt ist. Wieder Werkstatt waren. Das nächste Buch. Get Hammered. Oh, wir werden noch besser mit Vorschlaghämmern. wunderbar. Lalalala. Oh. Das ist richtig mit einer Warnung. Kommt die
nochmal? Das ist auf jeden Fall eine Hundehütte. Ne, da geh ich nicht rein. Oh, hier ist das Polizeiauto. Da hat Eichbert von gesprochen. Aber ich hau da jetzt noch nicht drauf. Aber das mache ich irgendwann mal. Er sagt, dann geht die Hölle los. Da freue ich mich schon drauf. Aber so mit Bogen und einem Steinvorschlaghammer, nö. Ey, das ist hier noch übler. 4 Totenköpfe. Hä? Also. Es sind 4 Totenköpfe, das sind 3 Totenköpfe. Das ist ja irgendwie ganz ungünstig, ne? Ich könnte ja immer wieder schon mal ein bisschen Gammelfleisch mitnehmen, ne? Wenn wir bestimmt noch brauchen. Ja, holen wir erstmal ein bisschen Holz nebenbei. Also so ein Gebäude mit 3 Totenköpfen? Ich weiß nicht, ob ich da schon reingehen soll. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen um. Ich wollte es nicht sagen. Hier müsste es doch Kartoffeln geben, ne? Da ist nämlich schon eine. Knapp daneben ist auch vorbei. Überlastet, scheiße. Ja, Bauernhof kann natürlich auch wieder Köter bedeuten. Oh, hier können wir mal richtig Kartoffeln mitnehmen, voll geil. Da sind noch welche. Jede Menge. Da ist noch eine. Es ist ein Pferdewagen. Da hinter dem Zaun ist bestimmt irgendwo ein Hund. Aha, das ist das Animal Hospital. Da gehen wir auch auf keinen Fall rein. Nö, ganz sicher nicht. Briefkasten! Da ist auch eine Zeitschrift drin. Glückstreffer. Finde mehr von dem glitzernden Zeug mit meinem Lieblingstrick. Gewährt die geringe Chance, seltene Edelsteine in Erz zu finden. Oh, da sehe ich auch schon 2 Hundehütten. Was? Für so ein bisschen Aloe Vera? Bloß von den Hundehütten weg. Oh, noch schon 4 überlastet. Wir müssen gleich mal einmal zurück. Und dann kann ich mal gucken, ob ich da bei den anderen Häusern nicht die Briefkästen vergessen habe. Bäm. Was ist denn der andere da? Ist eine Ausdauer pushen. Oh, Ausdauer weg. Hat er mir auch eingegeben? Hat er mir noch eingegeben? Alter. Ich blute. Crazy shit. Das ist wieder eine Wanderorte, ne? Oh, da können wir jede Menge XP machen. Ich glaube, ich werde es diesmal mal mit dem Bogen regeln. Das eben gerade hat mir schon wieder ein bisschen Angst gemacht. Was? Den haben wir. Also zumindest auf mal gelegt. Oh, der war daneben. Oh, nochmal. Oh, den haben wir. Alex, haben wir wieder eingekriegt. Der ist auch gleich weg, der Hammer. Muss ich ein bisschen aufpassen, ey.
Ups. Was? Der war doch wirklich im Kopf, oder? Er braucht aber auch Pfeile. Das finde ich geil, wenn der Schädel so aufplatzt. Sieht richtig cool aus. Ja, das ist ja unser Haus. Ist ja direkt da unten gegangen. Gibt's die fetten Warning-Klatschen für euch hier. Gleich wieder auf dem Boden. Und dann bist du weg. Noch einer. Kopf geplatzt. Krieg ich noch was wieder? Ja. Oh Mist, bisschen spät geschossen. Ah, die gibt auf jeden Fall 750 XP. Knallt wahrscheinlich aber auch harte Kellen. Oh nee, Bob ist der Blindfisch mal wieder. Braucht die Pfeile, wenn wir hier komisches nach vorne gehen. Doch, haben wir sie endlich. Ja, wie war's? Ablegen. Damn, was haben wir denn für die Krimskramskiste? Knorre, Sam, Kleber, Nägel. Mir nichts durchgegangen ist. Was ist das? Da können wir uns ja mal einen Steinachs pokern hier. Reparieren. Ja, der Hut für den Trader. Oh, der Amboss, ey, zu nice, ey. Komm, Amboss packen wir auch erstmal hier. Genau wie die 762. Wo sind denn die Dollar? Da. Schwarzpulver packen wir auch erstmal hier rein. Oh, Ressourcen. Dish. Hey, 12 Kartoffeln eingesackt hier. Der Rest ist schon alles für die Essenskiste. Medizin kommt auch erstmal da rein. Dann mache ich jetzt mal gebackene Kartoffeln. Oh, zum Glück nur eine. Ich mache mir erstmal vier. 2 Minuten reicht die Zeit. Dish. Hier, ach nee, hatten wir auch schon die Samen. Aloe, Kartoffeln, wieder ein Döschen. Das kommt auch erstmal hier rein. Dann haben wir noch Kunststoffabfall. Dösch. Tja. Ziemlich durstig. Das mit den Gläsern ist echt fies. Ja, und da geht auch schon wieder Wasser weg. Was haben wir denn noch an Dosen? Da geht zumindest kein Wasser weg. Gib mir 15 Nahrung.
Der muss hier auch raus. Hau ich mir erstmal die Dose rein. Auch die ist weg, wenn man die isst. Gibt's also keine Dose zurück. Das ist alles ein bisschen unlogisch. Aber muss mir die mitnehmen. Wird noch eine fertig? Kommt aber noch eine fertig. Tja, gerade mal zwei Getränke habe ich noch. Ja, ich bin durstig. Da ist nichts hinter. Das war das mit den vier, ne, oder? Ja. Recycling Center. Gehen wir mal nach da. Immer nicht vergessen, ein bisschen Holz mitnehmen. Wenn ich dann in der Nacht genug habe, um abzuholen. Ja, Super Shamway. Auch vier Totenköpfe. Da könnte es natürlich jede Menge Nahrung geben, ne? Gehört das hier zu Super Shamway dazu? Schiebt ein bisschen Panik, ey. Da kommen zwei, sind aber zwei normale. Kommt mal raus, ey, das da drin ist mir alles zu eng. Kriege ich gleich beide mal? Ja, da brummt auf jeden Fall mein Handy. Ich hoffe, es ist weit genug weg, dass ihr das nicht hört. Ja, Hammer. Das war schon weg. Hammer. So, gibt's hier was Gutes? Auf jeden Fall wieder eine Shamway. Dahinter ist nichts mehr. Ein Crawler hängt da noch rum. Crazy shit. Ich will noch von da oben nicht etwa, wenn ich vorbeigehe, einen knallen, oder? Ey, ist wieder ein Buch. Southern Farming verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Samen. Und wieder ein Tisch. Komm ich nicht ran so? Auf jeden Fall in der Wand fest. Das dauert mir irgendwie zu lange mit der Ausdauer. Level up. Sehr schön. Dann gehen wir gleich hier wieder den nächsten auf den Ingenieur. Nee, Ingenieur geht ja noch nicht. Da. Der Regen ist auch wieder vorbei. Tja, ist das alles hier ist Super Shamway? Ich weiß jetzt nicht. Nee. Das ist Shotgun Messiah hier. Da ist keiner.
Wir haben auf jeden Fall ein Klo. Vielleicht haben wir Glück und kriegen ein bisschen Pipi. Gib mir Pipi. Wir haben ein Glas Pipi. Achso, es war nur eine Fliege. Eine Scheißausfliege. Krieg ich nochmal ein bisschen Pipi? Oh, benutztes Klopapier. Oh, da geht's wieder raus. Also sind die nächsten Läden. Ne, Pilzsporen gehen ganz gut. Tja. Da ich wieder Püppi habe, futter ich erstmal was. Da haben wir was zu suppeln rein. Ja, Gammelfleisch. Eine Batterie. Wieder eine Steinaxt, bisschen Messing, wieder Gammelfleisch. Was hast du Schönes für mich? Eine Steinschaufel. Dann brauchst du mir nicht selber machen, wenn ich mir Lehm holen will. Hier gibt's auch, ne? Wollte ich auch gerade sagen. Was haben wir da? Kaffee, Bergbauarbeiter leben praktisch vom Kaffee. Sammle 10% mehr Erz mit einer Bergbauhacke oder Steinaxt, wenn du unter dem Einfluss eines Koffeinschubs stehst. Das ist ja wunderbar. Auch wenn wir jetzt noch nicht gerade am Main sind, aber. So, hier gibt es auf jeden Fall nochmal jede Menge Läden. Bei dem Shotgun-Messiah hat es mich eben ein bisschen gewundert, dass überhaupt nichts da war. Wir nähern uns schon wieder dem Überladen. Wieder ein Dietrich. Okay, das Auto geht nicht. Oh, das sind doch Waffenschränke, ne? Feuerwaffenteile. Na, ich wollte da jetzt noch nicht reingehen, weil ich ja voll überladen schon bin. Erstmal hier außen alles klar. Dann nochmal ablegen und dann geht's in den Shotgun so richtig rein. So, jetzt sind wir wieder hier. Brauche ja nur kurz hier rüberlatschen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir da bei diesen Waffenständern da unsere erste Waffe bekommen, das wäre nice. Da, wir sollen auf jeden Fall das eine Püppi schon mal aufsetzen hier. Ich meine, ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Hat die nicht schon irgendwie die Triche? Okay, schaut nicht so aus, aber Dietrich, eine lohnt sich nicht. Parken wir auch erstmal hier. Batterie packe ich auch hier. Sonst noch was für die Trailerkiste. Futter, Pilze. Yucca-Samen. Tisch, Tisch, Tisch und Eisen. Ja, die nächste brauchen wir uns aber nicht bunkern. Die Shredder haben wir mal. Ich habe die Dose vergessen. Stimmt. Und Messing kommt hier auch noch rein. Da wir hier schon die Teile haben, packen wir die da auch rein. Der Rest ist hierfür, ne? Tisch, 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 Tisch.
Wir haben das erledigt und haben auch hier das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und ich gebe euch am Sonntag die nächste Folge. Bis denne und ciao.